Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 23. Juni. Heute haben wir dabei natürlich ganz viel WWDC von Apple, Spotify noch, Microsoft Teams und Mixer. Ja, gestern war die WWDC, also die ist immer noch, aber gestern war die Keynote. Und ja, es wurde so einiges bekannt gegeben. Vieles wussten wir im Vorfeld schon und hat sich dann auch bewahrheitet. Hardware gab es keine, das haben wir ja gestern auch schon im Geek Talk gesagt, obwohl da viele einen neuen iMac erwartet haben. Ja, und die größte Bekanntgabe war dann wahrscheinlich, dass Apple jetzt zu den eigenen Prozessoren hinwechselt, seine Apple Silicon Prozessoren, denen von Intel dann halt vorzieht, eine komplett andere Architektur. Es wird auch eine Übergangsphase geben. Intel-Apps sollen auch weiter unterstützt werden. Dafür gibt es auch mit Rosetta eine Art von Emulator. Es werden auch noch Macs mit Intel-Prozessoren wohl weiter produziert und verkauft. Ja, schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Ich freue mich eigentlich schon drauf, weil ich denke, die Dinger werden dann schon performancemäßig richtig gut sein und es sollen auch iOS und iPad-Apps dann auf einem Mac nativ funktionieren. Auf jeden Fall spannend. Die anderen News, ich gehe sie einfach mal so durch. Wenn es euch interessiert, werdet ihr euch wahrscheinlich eh schon eingelesen haben. Ansonsten könnt ihr ja punktuell nochmal einsteigen. Das nächste große macOS-Update, das heißt Big Sur und ja, bietet halt ganz, nicht ein ganz anderes, aber schon ein relativ neueres Design. Geht auch schon wieder in Richtung iPadOS oder iOS. Ja, guckt euch an. Dann gibt es natürlich für die Apple Watch ein neues WatchOS 7. Das kommt zum Beispiel mit Schlaftracking und auch Watchfaces, die man auch weiter verschicken kann oder sich auch von Webseiten runterladen kann. Die Apple Home App bekommt eine bessere Lichtsteuerung. Ja, bei tvOS 14 war nicht so viel Neues, wurde eine neue Serie vorgestellt, Foundation. iOS 14, logischerweise auch ein ganz großes Thema, ganz viele Sachen rund um Privatsphäre und Memojis und ja, lest es euch durch. Die AirPods, die bekommen auch ein Software-Update, das war dann schon eher überraschend. Die AirPods Pro bieten so zum Beispiel auch Surround Sound. iPadOS 14, auch da wieder ein paar Neuigkeiten. Auch da wieder guckt es euch in Ruhe an. Maps und CarPlay werden auch besser. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, einen Autoschlüssel in iOS auf einem Gerät zu installieren und den auch zu teilen. Auch mit beschränkten Freigaben, dass man nicht alles im Auto machen darf. Ist bestimmt auch für Eltern interessant. Wenn man dann natürlich auch ein Auto hat, was sowas kann. Und da fangen die mit einem BMW der 5er-Serie an. Dann bekommt iOS generell die App-Clips. Das sind ganz schnelle kleine Light-Apps, die sich schnell aufrufen lassen und dann auch wieder verschwinden. Siri wird smarter. Der iOS 14 Homescreen bekommt Widgets. Ja, also wie gesagt, guckt es euch in Ruhe an. Meinetwegen die Keynote oder lest euch dann die Zusammenfassung an in einem der Blogs. Beim Kashi ist natürlich was und vielleicht macht der Poughkeepsie ja auch noch einen Bericht dazu. So, gehen wir mal zu anderen Themen. Spotify. Da scheint es jetzt wohl so, dass die auch eventuell Musikvideos bringen werden. Auf jeden Fall hat Jane Mashun Wong das rausgefunden, wenn sie wieder da in den Daten gesucht hat, dass es da durchaus schon einen Tab für gibt. Bislang hat Spotify ja keine Musikvideos, Apple Music hat welche und das ist auf jeden Fall interessant. Ob man das möchte oder will und braucht, weiß man nicht. Die meisten gucken, glaube ich, Musikvideos auf YouTube. Microsoft Teams, ja, die haben ja wirklich einen guten Lauf gehabt durch die ganze Corona-Situation. Viele Leute haben Microsoft Teams genutzt in der Firma, aber Microsoft möchte jetzt auch Teams für Privatanwender attraktiver machen. Auch die haben es ja unter anderem genutzt. Und jetzt möchte man da halt mehrere andere Sachen drin integrieren. Unter anderem auch eine Art Tresor, wo man seine Passwörter, Codes und Anmeldedaten speichern kann und diese dann aber auch in einem kleinen Team austauschen darf. Finde ich eine schöne Sache, mit so ein bisschen Angst, dass das so eine kleine ja, eierlegende Wollmilchsau werden soll und generell sind die Ansätze ja bis jetzt nie so richtig geil geworden.
Aber schauen wir mal. Ja, was auch nicht so richtig geil geworden ist, ist Microsoft Mixer. Das war ja die Konkurrenz für Twitch, wo Microsoft dick aufgefallen hat mit ihrer Gaming-Plattform. Und was ist jetzt? Ja, wird eingestellt. Wird rüber zu Facebook Gaming geschoben. Ja, das ist das Ende von Mixer. Alle ja, Initiativen, die angetreten wurden und die Creators, die geholt wurden, die werden jetzt zu Facebook Gaming migriert. Dort soll alles honoriert werden, entsprechende Partnerverträge oder auch Teilnahmen an den Monetarisierungsprogrammen. Und das Ganze ist auch schon relativ zügig und das passiert nämlich am 22. Juli. Ja, wenn ihr also Microsoft Mixer wart, dann könnt ihr euch jetzt auf Facebook Gaming einstellen. Ansonsten macht halt einfach Twitch weiter, ne? Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.